Hartwald TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Ja, einen schönen guten Tag zusammen zu unserer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin am kommenden Samstag, 13 Uhr Anpfiff im Stadion an der Alten Försterei, 24. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Ich darf hier oben begrüßen unseren Cheftrainer Kenan Kocak und heute dabei Markus Karl. Ja, und beginnen wir wie sonst auch. Kenan, Lead Paccarada, fünfte gelbe Karte, Necmettin Dagfuß verletzt, kurz vor Spielbeginn in Kaiserslautern noch ausgefallen. Ohne alles jetzt dramatisieren zu wollen, aber die Personalsituation hat sich nicht unbedingt verbessert. Gib uns doch mal ein kurzes Update, bitte. Ja, erstmal hallo von meiner Seite aus in die Medienrunde. Es stimmt, dass Lead Paccarada mit der fünften gelben Karte natürlich jetzt am Wochenende ausfallen wird. Necmettin Dagfuß hat ja kurz vor Spielbeginn eine Wadenverletzung sich zugezogen. Und bei ihm müssen wir noch abwarten, ob es reicht bis Samstag, ist mehr als fraglich. Und ansonsten, die anderen Personalien sind nach wie vor so, wie es Ihnen bekannt ist. Also ist nichts Neues dazu gekommen. Und die anderen Spieler jetzt im Training sind, wie jetzt zum Beispiel Stefan Kulowitz, die machen natürlich mit jeder Einheit den nächsten Step. Und wir freuen uns einfach, wenn die alle Spieler wieder genesen zur Verfügung stehen. Können Sie da trotzdem mal einen Überblick geben, wer jetzt alles noch ausfällt und wie lang die voraussichtliche Verletzungsdauer sein wird? Okay, also der Damian Rosbach ist ja jetzt diese Woche wieder eingestiegen, erfreulicherweise ins Mannschaftstraining. Mit Helm. Mit Helm. Helm wurde jetzt diese Woche zum Glück fertiggestellt. Er ist jetzt natürlich nach einer langen Ausfallzeit jetzt wieder im Mannschaftstraining. Muss man abwarten, inwieweit er, wie schnell er das alles aufholt, was die Physis anbelangt und auch vom Kopf her natürlich. Dann Mirko Born ist nach wie vor im Aufbautraining, macht Fortschritte, genauso wie Robert Herrmann. Andrew Wooten ist bekannt, dass er auch Fortschritte macht, aber bei weitem noch nicht so weit ist, dass er für uns eine Option wäre, sondern ist. Zwei, drei Wochen oder ist es zu optimistisch? Also Born, Herrmann und Rosbach. Ja, das ist sehr schwer in Zeiten zu beschreiben, weil sie müssen die Sachen aufholen und dann muss man schauen, inwieweit sie zur Verfügung stehen. Sie müssen natürlich das ein oder andere Spiel bei der U23 abliefern, dass sie auch Minuten in den Knochen haben, auch Belastungsreize auch haben. Insofern ist es schwer vorauszusagen, wie viele Wochen es bei den Spielern dauert, die noch Aufholbedarf haben. Gibt es bei dem Guten eine Hoffnung, dass er vielleicht für den Saisonendspurt nochmal spielen kann? Auch da, wie gesagt, wir stecken nicht in der Haut drin oder im Muskel drin, inwieweit dessen Heilungsverlauf da fortnimmt. Wir gehen eher nicht davon aus, dass er für uns diese Saison noch eine Option wird. Und er soll auch jetzt sich da genug Zeit lassen und den Körper auch voll zur Ruhe kommen lassen. Und das wäre natürlich für uns nochmal erfreulich, wenn er es nochmal packen würde. Aber wir gehen eher vom Schlimmsten aus und denken mal, dass er jetzt für diese Runde bei uns keine Option mehr ist. Kulowitz ist für Samstag jetzt eine Option. Er wäre eventuell eine Option, ja. Ja, und ansonsten die Ken Gibson mit seinem Wadenbeinbruch oder der Klinge mit seinem Schädel. Ein Bruch wird fallen natürlich nach wie vor aus. Errol Zeynulao auch, er hat da auch, wird für die Woche auch keine Option sein. Er fällt weiterhin mit dieser Außenbandverletzung aus und wir hoffen, dass wir in den nächsten 14 Tagen den Errol bei uns wieder im Mannschaftstraining dann begrüßen dürfen. So am Knie, ja? Ja, Außenband, ja. Wo der Gegenspieler ihn aufs Knie gefallen ist. Ja, Julian Destroff hat muskuläre Probleme im Oberschenkel, ist auch jetzt keine Option fürs Wochenende. Bei ihm haben wir auch eine Vorsichtsmaßnahme und nehmen ihn diese Woche komplett nochmal raus. Machen wir den Schwenk kurz zur Union Berlin. Bei der Auflistung der Verletzungen, gestern sind wir kurz damit konfrontiert worden, dass wir ja von rein tabellarischer Sicht Favorit bei Union Berlin wären. Das hat eher zur Erheiterung geführt. Wie siehst du die Mannschaft Union Berlin und wo liegen vor allem die Stärken von Union? Alle, die behaupten, dass wir gegen Union Berlin Favorit wären, haben keine Ahnung vom Fußball
und kennen sich auch in dieser Materie auch nicht aus und auch nicht die Qualität von Union Berlin. Wir müssen eins wissen und auch das realistisch einschätzen, dass Union Berlin mit Nürnberg, mit Ingolstadt beste Qualität des Kaders besitzt in der Liga. Das steht außer Frage. Und dementsprechend sollten wir auch das Spiel realistisch einschätzen. Ich sehe in keinster Weise so, dass wir jetzt in Berlin der Favorit sind oder sonstiges. Das dürfen wir uns sowieso nicht erlauben, um gegen so eine Spitzenmannschaft von Favorit zu reden. Es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, eine sehr individuell starke Mannschaft. Das sagt schon allein, dass Skripski und auch dass der Pol da vorne drin mit ihren Offensivoptionen schon zusammen 22 Tore haben auf dem Konto. Das ist ja fast genauso wie unsere ganze Mannschaft fast. Und insofern wissen wir schon, was auf uns zukommt von der individuellen Qualität, von der Stärke von Union Berlin. Und wir wissen aber auch natürlich, dass die letzten Wochen gerade aus der Sicht nicht erfolgreich war, dass da eine brutale Unruhe herrscht im Verein, um den Verein rum. Und insofern wollen wir natürlich das auch ausnutzen und auch versuchen, unser eigenes Spiel, wie bisher auch in Berlin, auf den Punkt zu bringen. Und das wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Das wird eine Herausforderung, das wissen wir. Aber dennoch fliegen wir nicht dorthin, mit dem Gewissen oder mit der Überlegung, da etwas mitzunehmen, sondern wir wollen das Spiel gewinnen und dementsprechend werden wir auch dort auftreten und versuchen eben halt natürlich das Maximale wieder aus Berlin rauszuholen. Vielen Dank erstmal, Kenan. Ich schwenke einmal rüber. Markus Karl, nach Kaiserslautern ist vor Union Berlin, zwei Ex-Vereine von dir. Inwiefern sind solche Spiele besondere Spiele? Also erstmal hallo zusammen von mir. Wie gesagt, war jetzt schon sehr spannend, letzte Woche am Betzenberg zu spielen, weil letztes Jahr habe ich leider nicht gespielt da und deshalb bin ich umso froher, dass es dann auch gleich mit dem Sieg geklappt hat. Ich glaube, war im Endeffekt dann auch verdient und wichtig ist halt nur in solchen Spielen, dass wenn du Eckspieler bist, dass du nicht übermotiviert reingehst und irgendwas versuchst, irgendeinen Quatsch zu machen und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Union Berlin, hast du noch Kontakt dahin? Gibt es noch Bande von der ehemaligen Zeit? Also ich fand es geil, dort zu spielen. Es ist immer, das Publikum ist sensationell, das Stadion ist immer über 20.000. Wie gesagt, ich glaube, ist in der zweiten Liga mit das beste Stadion. So jetzt direkt von der Mannschaft sind auch nicht mehr so viele da, wie es halt im modernen Fußball ist, dass die Wechsel ziemlich schnell gehen und ziemlich oft passieren. Sonst meine Schwiegereltern wohnen noch in Berlin, die werden auch zum Spiel kommen. Ich freue mich, wieder mal da zu sein, war geile Zeit da und wollen natürlich auf jeden Fall da hinfahren und was mitnehmen. Wir sagen häufig, wir denken von Spiel zu Spiel und das ist ja auch was wir uns zu eigen gemacht haben. Wie sieht sowas aus, von Spiel zu Spiel denken und warum ist es für uns keine Floskel? Ja, es geht nach dem Auslaufen, wenn wir das erste Training wieder haben, bereiten wir uns auf den Gegner vor. Ist typische Fußballfloskel, glaube ich. Ich glaube, gerade hier in Sandhausen haben wir jetzt die letzten eineinhalb Jahre immer sehr gut damit gefahren und machen einfach gerade da weiter, weil im Endeffekt brauchen wir jetzt nur 5 Punkte, bis wir 40 haben. Das ist einfach so und alles, was dann passiert, gucken wir weiter. Aber jetzt im Endeffekt müssen wir wirklich von Spiel zu Spiel gucken und schauen, dass wir möglichst schnell diese 40 Punkte zumachen. Und da wollen wir jetzt am Samstag gegen Union anfangen. Gut, damit gebe ich gerne weiter. Ich habe sicherlich Gedanken gemacht, aber warum es denn SV Sandhausen so viel trifft, was die Verletzungen angeht. Können wir jetzt mutmaßen, besondere Einsatzbereitschaft, keine Ahnung, Zweikampfintensität, was zu welchem Ergebnis ich da bekomme, was für Möglichkeiten gibt es denn oder ist alles reiner Zufall? Wenn wir hier von 6 bis 7 Knochenbrüchen sprechen und wir reden da von 2 Schädelbrüchen, dann hat das nichts mit Einsatz zu tun oder sonstiges, ist einfach Pech. Ja, diese Jungs da, die investieren alles, die geben ein bisschen letztes Hemd, alles für den Verein, für den Erfolg der Mannschaft und dass sie eben halt auch kompromisslos spielen. Das macht aber jede Mannschaft in der Liga, nicht nur wir. Und wie gesagt, das ist schwer auf irgendwas hinzuführen. Ich würde mir natürlich Gedanken machen, wenn wir sehr, sehr viele Muskelverletzungen hätten oder muskuläre Ausfälle hätten, dann könnte man sich Gedanken machen, aber wie zum Beispiel jetzt Knochenbruch oder Erosenularo Beispiel jetzt, der gegen Braunschweig in der 2. Minute hoch zum Kopfball geht, dann beim Runterfallen der Gegenspieler auf sein Knie fällt, dann hat das weniger was mit Steuerung oder weniger auch was mit irgendwelchen Sachen zu tun. Das ist einfach Pech in dem Moment, dass das genau passiert, aber die Jungs haben es auch bisher auch sehr gut gemacht. Sie haben immer wieder
Rückschläge bekommen, personell, jetzt in der Winterpause auch, wo ein Topscorer auch nach Freiburg gewechselt ist, sie sind noch enger zusammengerückt, und deswegen, das ist einfach Wahnsinn, was die Jungs, was die Mannschaft bisher geleistet hat. Herr Kalsi, gegen Spanien gut gelaufen, hängt es damit zusammen, dass Sie mit dem bisherigen Verlauf der Saison zufrieden sind? Ja, also ich glaube, wir können zufrieden sein, aber wie gesagt, ich glaube, wir sind noch nicht fertig. Wäre jetzt dumm, wenn wir jetzt aufhören würden und würden sagen, wir würden uns mit 38, 39 Punkten zufrieden geben. Ne? Also ich glaube, wir haben jetzt noch 11 Spiele vor der Brust, wenn wir Deutsch, haben noch gute Gegner, haben noch spannende Spiele wie auf Pauli oder Union. Und gerade das Union-Spiel jetzt, glaube ich, soll für jeden Spieler, der in der zweiten Liga spielt, in der Mannschaft auch nochmal Highlight sein, einfach von der Stimmung das alles aufzusaugen und einfach versuchen, wieder an seine Leistungsgrenze zu gehen. Und ich glaube, dass wir jetzt auch gerade das letzte halbe Jahr, so zum Beispiel mit Luki, gute Entwicklung gesehen haben bei den jungen Spielern, was hier möglich ist bei dem Verein. Und das sollte man einfach nahtlos anknüpfen. Ich meine jetzt eigentlich, was Ihre Leistung angeht. Ja, Sie haben ja letztes Jahr so ab und zu mal schon noch die Zähne beißen müssen. Aber jetzt läuft es gut. Richtig, oder wie sind Sie? Mir geht's gut, meiner Familie geht's gut, das ist das Wichtigste, ich bin gesund, das zählt auch. Es macht einfach Spaß im Moment, klar, und wenn dann der Erfolg da ist, so wie es jetzt ist und man selber mitwirken kann, macht dann das natürlich nur froh, aber ich weiß auch, solche Jahre, sowas wie letztes Jahr, gehört zum Profitum dazu. Das ist auch ein gewisses Maß an Professionalität gefordert dann und es lehrt einen auch Demut, das ist auch immer so, wir sollten alle froh sein, dass wir gesund sind und im Endeffekt bin ich einfach froh, habe weiter hart gearbeitet und deswegen bin ich jetzt im Moment einfach froh, wie es läuft. Also Sie sind auch zufrieden mit Ihrer Entwicklung, mit der Leistung, mit der Rolle, die Sie jetzt spielen in Sandhausen? Also ich habe Spaß, ja. Das ist wichtig. Ich hoffe, man sieht es auch und das ist das Einzige, was zählt. Und im Endeffekt ist aber trotzdem so, dass nur die Mannschaft zählt. Mit der ganzen verletzten Misere, die wir jetzt das ganze Jahr schon haben, springt einer für den anderen rein. Die Jungs, die vielleicht hinten dran waren, die marschieren jetzt vorne weg. Das ist halt nochmal im Fußball so. Und es wird auch weiterhin so sein und ist auch gut so. Sandhausen hat mit zwei Toren, glaube ich, 8 Tore geholt in den letzten 5 Spielen. Diesen Verdienst der Abwehr oder der Defensive, um ein bisschen weiter zu fassen, verraten Sie mal das Geheimnis der starken Defensive, das ist was Sandhausen. Also ich muss ehrlich sein, ich bin nicht zufrieden mit den 8 Punkten, ne? Weil definitiv mehr drin gewesen wäre, gerade auch von den Chancen, die wir hatten. Und da müssen wir uns alle auch wie Abwehrspieler an die eigene Nase fassen, dass wir vielleicht auch bei Standards wieder mal das eine oder andere Tor machen, dass wir mit Sicherheit nur den einen oder anderen Punkt mehr holen können. So defensiv hoffe ich, dass wir weiter so stabil arbeiten. Es weiß jeder, was er zu tun hat, egal wo er da spielt. Und das A und O, dass ein Rädchen ins andere greift und wir relativ stabil auftreten. Toi, toi, toi. Ja, das ist eine Philosophie von uns als Mannschaft, dass wir versuchen, gemeinsam zu verteidigen, aber auch gemeinsam anzugreifen. Und ich habe es in Kaiser dann auch schon mal gesagt, wir können natürlich nicht zufrieden sein, dass wir nur 2 Tore geschossen haben, weil da war viel, viel, viel mehr drin. Wir haben viele Torchancen liegen lassen, aber daran arbeiten wir. Und wenn wir den nächsten Spieler auch 2 Tore schießen, 8 Punkte holen, bin ich auch zufrieden. Also insofern kommt... wie gesagt, wir müssen schauen, das ist ein Ergebnissport, Fußball, aber letztendlich ist auch nicht so, dass wir dann uns nach einem 1-0-Sieg dann einfach hier hinsetzen und dann sagen, wir haben 1-0 gewonnen, alles richtig gemacht, sondern wir reden auch über die vergebenen Torchancen, wir reden auch über die zugelassenen Torchancen, wir tun jedes Ding, versuchen wir zu analysieren, jeden Stein umzudrehen. Und das haben wir vorher in Monaten immer gemacht und werden auch in Zukunft das machen, weil es ein ganz wichtiger Bestandteil ist, weil wir letztendlich auch wollen, dass sich die Spieler weiterentwickeln. Und das zählt für uns und daran arbeiten wir. 19 Punkte wäre das dann grob. Wie bitte? Ich sage, wenn es so weitergeht, käme Sandhausen auf 19 Punkte grob gerechnet. Zählen wir die 35 dazu, sind wir bei 54, reicht es? Wenn. Damit kann ich jetzt nichts anfangen, weil ich bin kein Hellseher. Ich weiß nicht, was so wichtig ist für uns, dass wir heute jetzt später auf dem Platz gut arbeiten, uns gut auf Berlin vorbereiten und morgen auch nochmal und am Samstag, wenn der Schiri anpfeift, da sind. Und das zählt und alles andere nicht. Der wichtigste Moment ist immer, dass wir jetzt heute hier auf dem Trainingsplatz an unsere Grenzen gehen und nicht uns mit Sachen beschäftigen, was passieren kann. Ich denke, das gilt auch im normalen Leben bei dir genauso, oder? Also ich meine,
Wir können uns keine Gedanken machen, was in einer Woche, in 10 Tagen, in einem Monat passiert, wenn wir genau wissen, was morgen passiert. Und das, dafür gibt es keine Garantie im Leben. Ne? Das ist einfach, deswegen sollten wir, so sind wir eingeschult, so sind wir gepolt, dass wir versuchen, jeden Tag, jede Sekunde das Beste aus uns rauszuholen für den gemeinsamen Erfolg. Und das werden wir auch weiterhin machen. Gut, dann vielen Dank. Wir freuen uns auf das Spiel am Samstag. Und bis dahin Ihnen alles Gute und einen guten Heimweg. Danke. Tschüss. Hartball TV wurde Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg.